Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir sind auf Tour vom Landesverband Nordrhein-Westfalen zu unseren Städten und Gemeinden im Land. Und heute machen wir hier Station in Hagen. Herzlich willkommen, Joachim. Wir wollen natürlich erstmal von dir wissen, was sind deine wichtigsten Ziele hier für Hagen? Warum sollen die Menschen dich und die Grünen wählen? Ja, ich grüße Sie auch recht herzlich, liebe Hagenerinnen und Hagener. Wir haben in Hagen ein Riesenproblem, das sind unsere Schulden, das wissen alle Hagener mittlerweile. Wir sind eine der hochverschuldeten Städte in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben ein zweites großes Problem in Hagen, das ist die Demografie. Die Stadt schrumpft regelmäßig weiter, die Einwohnerzahl sinkt und beides zusammen macht es eben so schwierig für die Politik, vernünftige Konzepte zu entwickeln. Wir glauben, dass wir alleine aus dieser Falle nicht herauskommen, sondern wir glauben, dass wir mit Hilfe des Landes und des Bundes es schaffen könnten, wenn wir unsere eigenen Hausarbeiten machen und unsere Ausgaben reduzieren und sinnvoll sparen, dass wir es dann schaffen können, diese Stadt wieder zukunftsfähig zu machen. Dazu ist allerdings ein Wechsel notwendig. Die bisherigen Stadtregierungen von SPD und CDU haben es in der Vergangenheit nicht geschafft, die Weichen umzustellen in eine Zukunftsfähigkeit für diese Stadt, sondern die Verschuldung ist gestiegen, die Abwanderung wurde nicht gestoppt, sodass es notwendig wird und Zeit ist für einen Wechsel in dieser Stadt. Ich denke, dass wir als Grüne neue und gute Angebote machen können, diese Stadt wieder zukunftsfähig zu machen. Dazu zählt auch, und das ist unser Thema heute, der ÖPNV. Wie Sie alle mitbekommen haben, ist in unserer Stadt in den letzten Jahren aufgrund der Einsparpolitik der ÖPNV zusammengestrichen worden, Taktfrequenzen sind verändert worden, Anbindungen sind verändert worden, die Busse fahren zu bestimmten Zeiten nur noch ganz ausnahmsweise oder gar nicht mehr, Stadtteile werden nicht mehr erreicht, Berufspendler, Schüler, Senioren und auch Kinder sind betroffen davon. Wir halten das für ein völlig falsches Vorgehen in einer Zeit, wo die Stadt attraktiver werden soll, wo wir dabei sind, auch zum Beispiel im Bereich der Kultur durch das neue Schuhmacher-Museum die Stadt attraktiver zu gestalten, an anderer Stelle kontraproduktiv sind und den ÖPNV ausdünnen. Wir versuchen hier gegenzusteuern. Bisher ist es uns nicht gelungen, die beiden großen Parteien davon abzuhalten, den ÖPNV weiter auszudünnen. Wir hoffen auf Sie bei der Wahl. Unterstützen Sie uns, damit wir in eine andere Richtung diese Stadt weiterentwickeln können. Vielleicht nochmal eure konkreten Vorschläge für den ÖPNV hier. Ja, zunächst nochmal auch der Hinweis, auch das wissen die Hagener, Hagen ist nicht nur hochverschuldet, sondern Hagen hat auch mit die schlechteste Luft in Nordrhein-Westfalen. Die Feinstaubproblematik ist das Problem für uns und deshalb auch hier ist es angesagt, den ÖPNV zu stärken und nicht noch weiterhin im Individualverkehr den Vorrang zu lassen. Man hat mit diesem Konzept vor Jahren angefangen, dem ÖPNV Vorrang einzuräumen. Die Buslinien sind beschleunigt worden. Wir haben auch eine Busflotte umgerüstet, die ist sogar als Vorzeigeobjekt in Nordrhein-Westfalen gefördert worden. Leider stehen diese Busse jetzt im Quartier und werden nicht genutzt, weil wir den ÖPNV ausgedünnt haben. Es ist also zwingend notwendig, aus ökologischen Gründen die Kehrtwende zu schaffen und es ist auch notwendig, aus ökonomischen Gründen dies zu tun. ÖPNV wird nie kostendeckend zu betreiben sein, aber ein attraktiver ÖPNV mit guten Taktfrequenzen, Umsteigemöglichkeiten, der wird auch häufiger genutzt und dann ist die Nachfrage höher und der Deckungsbeitrag entsprechend höher. Gleichwohl wird es immer so sein, dass ÖPNV aus unserer Sicht Daseinsvorsorge ist und aber auch ein Wirtschaftsfaktor, wie ich vorhin bereits gesagt habe. Unsere klaren Vorstellungen sind eben, hier an dieser Stelle den ÖPNV attraktiver zu gestalten. In vielen Städten ist auch die Frage der Armut ein großes Thema, dass Menschen nicht mehr mit teilhaben können an den Angeboten, die eine Stadt hat, die sie noch hat. Und in vielen Städten ist das Sozialticket ein Thema gewesen. Und manche Städte sind auch Vorreiter. In Dortmund, in Köln gibt es Sozialtickets und auch im ländlichen Raum. Ist das auch hier in Hagen ein Thema? Bisher ist es uns nicht gelungen, die anderen Fraktionen im Rat davon zu überzeugen, dass dies eine sinnvolle Einrichtung wäre. Mittlerweile ist es in Hagen so, dass 35.000, das ist knapp ein Sechstel der Bevölkerung in Hagen, an der Armutsgrenze oder unterhalb der Armutsgrenze leben.
Diese Leute können aufgrund der mangelnden Möglichkeit, das Busticket und ähnliche Dinge zu bezahlen, nicht am Leben dieser Stadt teilhaben. Das ist für sie selbst, aber auch für die anderen Bürger dieser Stadt ein massiver Verlust. Wir glauben, dass es sinnvoll und richtig ist, hier mit einem Sozialticket gegenzusteuern. In anderen Städten hat man sehr gute Erfahrungen damit gemacht. In Dortmund beispielsweise gibt es mehr als 30.000 Nutzer eines solchen Sozialtickets. Da muss Hagen nachahmen.